Die Welt scheint aus dem Gleichgewicht zu geraten. Egal ob am Äquator oder in der Arktis. Die Tiere sind die ersten, die darunter leiden. Das abschmelzende Eis wird ihren Lebensraum für immer verändern. Doch die Pole sind nur ein Beispiel. Nahezu überall auf unserem Planeten gibt es Anzeichen des Klimawandels. In den entlegensten Ecken der Welt sind Wissenschaftler fieberhaft dabei, die Erde und ihre Bewohner auf ihre Sensibilität zum Klimawandel zu untersuchen. Dazu ermitteln sie eine Unzahl von Felddaten. Nicht zuletzt auch aus dem Weltraum. Doch mit diesen Daten allein kann man keine Aussage über Einflüsse auf die Zukunft des Weltklimas machen. Nur eine detaillierte Auswertung durch computergestützte Klimamodelle machen das überhaupt erst möglich. Undenkbar ohne einen Großrechner. Genau hier liegt die Aufgabe des DKRZ, dem Deutschen Klimarechenzentrum in Hamburg. Mit seinen Hochleistungsrechnern und entsprechender Software konnten deutsche Forscher seit langem große Erfolge in der Simulation des Erdklimas erzielen. Wir wollen natürlich wissen, wie sich das Klima in der Zukunft entwickeln wird. Und dazu müssen wir darstellen, wie die Prozesse in der Atmosphäre, im Ozean, in der Landoberfläche, im Eis ablaufen, wie sie zusammenspielen. Und hierzu brauchen wir die größten Rechner, die stärksten Rechner, die uns zur Verfügung stehen. Bereits 1987 wurde das DKRZ in Hamburg gegründet, um erforschen zu können, wie sich das Erdklima in Zukunft entwickeln wird und welche Konsequenzen sich daraus für die Umwelt des Menschen ergeben. Auch wenn die Rechenleistung dieser Tage um das mehr als tausendfache geringer war, waren die Erfolge des DKRZ und seiner Nutzer schon damals international geachtet. In Hamburg wurden zum Beispiel großräumige Klimavariationen wie der El Niño im Jahr 1997 vorhergesagt und visualisiert. Aber auch kleinräumige Ereignisse wie ein Vulkanausbruch mit seinen globalen Auswirkungen können simuliert werden. Durch eine ständige Weiterentwicklung der Modelle und eine kontinuierliche Erhöhung der Rechnerleistung konnten die Mitarbeiter des DKRZ auch wesentliche Beiträge zur Erstellung der IPCC-Berichte, den weltweit wichtigsten Berichten zum Stand der globalen Erwärmung, leisten. 2007 wurde diese Organisation zusammen mit dem amerikanischen Politiker Al Gore gar mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Heute geht es nicht mehr darum zu erforschen, ob der Klimawandel kommt, sondern in welcher Form er sich wo zeigen wird und wie er unser Umfeld, unsere Wirtschaft und letztlich unsere Gesellschaft verändert. Um dieser Anforderung gerecht zu werden, benötigt man eine immer größere Rechenleistung. Das sieht auch die Politik so. Das Bundesforschungsministerium finanziert den Aufbau eines völlig neuen Superrechners für das DKRZ. Die Stadt Hamburg den Ausbau hochmoderner Räumlichkeiten. Die Anlage nimmt mehrere Etagen des neuen Gebäudes ein. Während auf der vierten Ebene der neue Superrechner entsteht, findet ein Stockwerk darunter das neue Datenarchiv seinen Platz. Hier werden die errechneten Daten auf Magnetbandkassetten mit einer Gesamtkapazität von mehr als 60.000 Terabyte gespeichert. Solche Rechenanlagen entwickeln große Mengen an Wärme und müssen mit einem aufwendigen System gekühlt werden. Der neue wissenschaftlich-technische Geschäftsführer des Klimarechenzentrums, Professor Thomas Ludwig, will daran arbeiten, den Energieverbrauch für die Klimaberechnung so gering wie möglich zu halten. Wir verwenden für das Klimarechenzentrum ausschließlich Ökostrom. Wir wollen den Klimawandel ja prognostizieren, nicht produzieren. Der neue Rechner, ein IBM Power 6 System, übertrifft die Kapazität des Vorgängers um das rund 60-fache. Mit einer Spitzenleistung von mehr als 150 Billionen Rechenoperationen pro Sekunde
gehört er zu den weltweit größten Supercomputern, die für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden. Die Genauigkeit von Klimasimulationen hängt sehr von der verfügbaren Rechenleistung ab. Mit dem neuen Rechner können wir sehr viel mehr Prozesse und sehr viel kleinräumiger Phänomene erfassen, als das noch mit dem alten der Fall war. Für die Auswertung solch umfangreicher Rechenergebnisse wird die Visualisierung eine immer größere Rolle spielen. Ein Beispiel: die Darstellung der Phänomene in drei Dimensionen. Hier geht es ja um die Visualisierung von Klimamodelldaten. Die sind dreidimensional und die wollen wir auch dreidimensional darstellen. Hilft uns jetzt die virtuelle Realität, um die Räumlichkeit besser zu erfassen. Und damit geben wir dem Klimaforscher ein ganz neues Instrument an die Hand. Die Bedeutung der Klimaforschung zeigt sich auch bei der Internationalen Supercomputerkonferenz. Im Mittelpunkt stehen das DKRZ und die enorme Rechenleistung seines Supercomputers. Die Besonderheit: er wird ausschließlich für die Klimaforschung eingesetzt. Auch internationale Wissenschaftler zeigen sich begeistert. Das DKRZ ist ein sehr gutes Beispiel für die Errungenschaften von Wissenschaft und Technologie. Und wir sind schon sehr gespannt auf die Ergebnisse, die dieser neue Rechner liefern wird. Zweifelsohne, die Rechner des DKRZ sind Weltklasse. Und dennoch, immer wieder müssen Menschen neue Daten aufnehmen, um die Klimamodelle zu verbessern. Es wird nach unten hin immer weicher, das Eis. Einer von ihnen ist Dirk Notz. Seine Untersuchungen auf dem Meereis der Polkappen ist eines von vielen Puzzleteilchen, die später zu einem großen Ganzen zusammenkommen. Mit einem von ihm und seinem Team neu entwickelten Instrument kann er wichtige Daten zum Abschmelzvorgang des Meereises sammeln. Diese und viele andere Erkenntnisse gehen in die am DKRZ berechneten Klimamodelle ein. Doch nicht nur die Wissenschaftler profitieren von dem neuen Superrechner. Ein neuer Nutzer, das Climate Service Center. Räumlich dem DKRZ angegliedert, können sich hier Politiker, Entscheidungsträger und Investoren Rat einholen, wie die Forschungsergebnisse umgesetzt werden können. Was wir versuchen zu tun, ist die Übersetzung von den Ergebnissen von der Forschung in die Gesellschaft reinzubringen. So dass zum Beispiel, wenn ein Bürgermeister seine Stadt entwickeln möchte und möchte wissen, was mit dem Klima zu tun ist, er kann zu uns kommen und wir werden versuchen, ihm zu helfen. Ein stimmiges Konzept also, welches Wissenschaftler wie Politiker bei ihren Aufgaben unterstützt. Doch die Visionen des DKRZ gehen weiter. Um den zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden, wird man hier noch höhere Rechenleistung benötigen. Besonders kleinräumige Phänomene kann man selbst mit der heutigen Technologie nicht voraussagen. Das Berechnungsraster müsste nochmals verkleinert, die Rechenkapazität weiter erhöht werden. Das neue Gebäude und der neue Superrechner sind natürlich ein konsequenter Schritt, um für die deutsche Klimaforschung die Qualität zu sichern und um auch international einen Beitrag zur Erforschung des Klimawandels leisten zu können. Aber natürlich kein Grund, sich auf den Lorbeeren auszuruhen.